Blub, blub, Leute, willkommen zurück zu Let's Play Jurassic Park The Game. Wir machen direkt weiter mit den Parasauriern, die wir freilassen müssen. Parasaurolophus hießen sie, glaube ich. Der korrekte lateinische Name. Seid ihr jetzt richtig? Also, was ist mit Ihrem Assistenten passiert? Darüber sollten wir nicht jetzt reden. Haben Sie lange mit ihm gearbeitet? Ist nicht wichtig. Das Gefühl, sie war's. Oh. Er war ein wunderbarer junger Mann. Und ich bin traurig. Wirklich. Aber ich muss mich hierauf konzentrieren, sonst werden diese Tiere auch sterben. Gefangen hinter den Mauern, die wir gebaut haben. Verstehst du? Ja, sehr schön. Ich bin voll gerührt. Jo, jetzt wäre eigentlich Zeit für einen Warnruf, oder? Damit die Saurier sich vorwärts bewegen, müssen wir ihnen wohl von hinten einen Schreck einjagen. Oh, wir können den Warnruf benutzen. Gute Idee. Dr. Harding? Ja? Aktivieren Sie den Warnruf. Also es tut mir leid, bei einem Warnruf würden Sie sich nicht so langsam bewegen, sondern Sie würden rennen. Du bist ziemlich gut darin. Vielleicht wird aus dir nochmal eine Verhaltensforscherin. Das kann schon sein. I heard that, okay. Also, nicht ich hab's gehört, sondern ich hab's gehärtet. Wurde sie also als Wachposten abgestellt. Was ist denn mit ihrem Fuß? Ein gebrochener Zeh. Schauen Sie ihn sich ruhig an. Ich muss noch schnell etwas erledigen, dann können wir los. Ich traue der Wissenschaftlerin nicht. Das Lysin. Die Saurier brauchen diese Lösung, damit sie eine faire Überlebenschance haben. Screw ich them. Ich weiß nicht so recht. Jerry, das hier ist mein Lebenswerk. Das sind praktisch meine Kinder. Ich lasse sie hier nicht verrecken, nur weil ein Bürokrat fürchtet, die Kontrolle zu verlieren. Sie haben ein Recht auf ein eigenes Leben. Sie hatten ein Recht auf ein eigenes Leben. Sie wurden ausgelöscht. Damit ist das verspielt, Leute. Und ich bin gegen dieses Argument, oh, wir sollten nicht Gott spielen. Völliger Quatsch. Aber wir sollten auch nicht versuchen, unsere Welt, wie sie ist, zu zerstören, sondern wir sollten Dr. versuchen... Dr. Sorkin? Laura? Was ist das? Nur herauszufinden, wie sie funktioniert. Ingen? Henry Wu? Hat den Dinosauriern ein Gen hinzugefügt, das sie abhängig von der Versorgung mit einer Aminosäure namens Lysin macht. Weil sie es selbst nicht herstellen können, darum geht's. Ohne ihre wöchentliche Dosis sterben sie. Verrat's nicht meinem Dad, aber ich habe eine 4 in Chemie. Oh, dann Mädchen. Dann wird der heutige Tag sehr lehrreich sein. Die Lösung, die wir im Labor hergestellt haben, wird diesen Zustand aufheben und die Tiere werden ganz normal weiterleben können. Ja, normalerweise hat sie nicht aufgehoben. Sie müssen sie nur in den Hauptwasservorrat leiten. Okay, sollte kein Problem sein, oder? Normalerweise. Große Verantwortung, Jess. Also im Film, im zweiten, glaube ich, war es. Ich meine Laura. Kam raus, dass sie das Lysin über die Pflanzen aufnehmen, die das auch produzieren können. Wenn ich's doch sage, danach habe ich fast dem chinesischen Essen abgeschworen. Ja, klar. Als ob du jemals Nein zu einer Frühlingsrolle gesagt hättest. Ich sagte fast. Außerdem hätte ich jetzt auch Bock drauf, ne? Weißt du noch, die Blondine? Roter Schal. Wie hieß die doch gleich? Ich führe nicht Buch. Komm schon, an die erinnerst du dich. Sie war die mit dem, warte mal, hörst du das? Oh-oh. Los, los, los! Wer ist es denn? Oh nein, die Truller. Ja, du dumme Kuh, ey, jetzt lässt du uns hier zurück. Bist du bescheuert? Oh, die ist so eine blöde Troller, ey. Das ist sehr dumm. Bringen Sie ihn runter! Sofort! Nein! Tun Sie's! Ich knall Sie sonst ohne zu zögern ab, billig! Oscar, komm hierher! Ich zieh dich hoch! Jetzt muss ich das machen. Was? Ich hab doch... Ich hab gedrückt! So ein Scheiß. Komm schon, Alter! Genau so! Komm schon! Scheiß kriegt keine Sachen. Ich werde, glaube ich, nie wieder so ein Spiel spielen, ey. Oh ja, danke schön. Du dumme Troller, ey. Mach es nur schwieriger für uns. Ah! Oh, das war knapp. Sag der Tante, dass sie schon so gut wie tot ist. Komm schon, Oscar. Ja, das wird sicher helfen. Benutz einfach deine riesigen Arme. Schaff dich rein. Und komm schon. Ich meine, ich will ihn nicht unbedingt überleben lassen, aber... wir müssen das doch machen, Mensch.
Sonst habe ich schon wieder Gold verloren, ich Trottel. Zum Kotzen. Du bist ein verdammt sturer Mistkerl. Ja, töte uns nur. Das haben dummerweise Helis so an sich. Wenn man sie nicht steuert, dann stürzen sie ab. Hinter dir. Oh, crap. Warum hat sie ganz weiße Augen? Achso. Hat sie doch wieder Pupillen. Und jetzt? Oh Gott. Ich weiß gar nicht, ob ich ihn gewinnen lassen will, aber ich muss es wahrscheinlich. Oh, crap. Aber ich will sie nicht töten. Flucht mit dem Hubschrauber. Okay, er hat sie ausgenommen. Nein. Nichts ist klar. Oh, crap. So viel zu, wir sind gerettet. Ja, zum ausgewogenen Frühstück dieser Dinos gehört jetzt auch Lysin. Hervorragend. Jetzt muss ich das Wasser nur in den Hauptvorrat leiten und wir sind fertig. Ihr habt nicht gemerkt, dass der Heli einfach mal abgehauen ist, ihr Trottel? Das war's, Jess. Wir haben's geschafft. So dumm. Jess, komm hier hoch. Das musst du dir anschauen. Das hätte sie nie machen dürfen. So wurde das Leben dieser Tiere von der Natur vorgesehen. Wow, bei der ganzen Weglauferei hatte ich bisher noch gar keine Zeit, sie so richtig wahrzunehmen. Eigentlich hat die Natur sie ausgelöscht. Es war vielleicht ein kosmisches Ereignis, aber trotzdem, sie wurden ausgelöscht, Leute. Ich meine, so schön sie auch sind. Was ist denn mit dir los? Warnung. Oh nein. Oh, Raptoren. Ja, herzlichen Glückwunsch. Die brauchte ich jetzt noch, ne? Jerry, weg da! Oh nein. Jetzt geht's wieder um die Wurst. Du hast keine Chance gegen den Raptor, stirb einfach. Ja. Der arme Parasaurus. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh. Ich weiß nicht, ob ich mehrfach drücken muss oder nur einmal. Also, natürlich sieht man das, aber man muss auch schnell reagieren, damit das hier klappt. Oh Gott. Jetzt lauf schneller, du Penner. Oh Gott. Oh Gott. Alter, es ist so kacke, ey. Ich darf hier nicht einen versauen, um Gold zu behalten. Hallo. Tschüss. Mann, oh Mann. Warum Raptoren? Warum müssen sie immer Raptoren sein? Und die Variante im dritten Teil war schöner. Das waren schönere Velociraptoren. Das war knapp. Aber es ist kein Strom drauf und Raptoren hält das damit nicht auf. Nein, es war LB. Damn it. Jetzt habe ich Gold versaut, ich Idiot. Ich habe links gedrückt. Oh. Das war dumm. Ich hätte vielleicht nicht nach links drücken sollen. Nein, das war RB! Das war RB! Ich habe LB gedrückt, Leute. Schätze mal, der alte Mann hat's immer noch drauf. Was? Oh Gott. Sie haben Glück noch zu Trottel. Leben, Jerry. Ja, die ich kommen da hoch. Ich habe gesehen, dass jemand einem Raptor davongelaufen ist. Und sie rufen Hilfe. Was machen die denn hier draußen? Sie müssen irgendwie aus dem Quarantänegehege entkommen sein. Raptoren sind hochintelligent. Wenn wir ihnen genug Zeit lassen, werden sie auch hier hochkommen. Ja! Yoda kommt! Yay! Und jetzt stürzen sie ab. Hey! Ja, jetzt hauen die Raptoren wenigstens ab. Oder? Noch nicht? Okay, das klingt nach Season 3. Jurassic Park, The Cavalry. Ja, die Kavallerie ist abgeschlossen. Jetzt kommt der nächste Teil. The Game. Episode 3, Der Eindringling. Hör, schon wieder? Das glaube ich irgendwie nicht, Leute. Heißt doch nicht wieder Der Eindringling. Die Tiefen heißt es, Leute. Die Tiefen. So, Leute, aber ich mache hier dann wieder einen kleinen Cut. Obwohl, das war jetzt ein bisschen knapp, ne? Aber egal, Leute, Ende einer Episode bleibt dann auch das Ende. Ich mache hier einen Cut. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Jurassic Park The Game. Bis dann, Leute. Tschüss.